Willkommen, willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 7, ja. Und heute versuche ich mich das erste Mal an Mama Baker und habe mich hier auch schon so ein bisschen ausgerüstet. Ich habe den Granatwerfer eingepackt, ich habe die Flinte geladen, zweimal Brennerkraftstoff, dreimal Erste-Hilfe-Arznei, Flammgranaten. Ich habe dann für meine Münzen Stabilizer gekauft und Steroide. Die habe ich hier dann reingeschmissen und durfte die Sachen dann mitnehmen. So, erstmal ganz lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht's weiter. Und ich muss sagen, mir ist nicht besonders wohl damit, dass ich mich erst mit der Alten anlegen muss. Denn ich weiß, das wird ein hartes Stück Arbeit. Und ich befürchte... deswegen werden wir nochmal eben mit dem Equipment ganz schnell speichern. Ich befürchte, dass ich natürlich das nicht gleich beim ersten Mal schaffen werde hier. Da ich weiß, wie hart Mama Baker an ihrem Leben hängt. Aber nichtsdestotrotz versuche ich hier heute weiterzukommen. Ich hoffe, mit eurer Unterstützung, ihr drückt mir alle Daumen, inklusive eurer Hühneraugen. Ich muss natürlich, da komme ich nicht rein. Erstmal sehen, wo ich mich denn überhaupt mit ihr messen kann. Wo ich überhaupt noch hin muss. Aber ich gehe mal stark davon aus, das werden wir gleich rauskriegen. So, die Wumme, die hätte ich eigentlich zu Hause lassen können. Ich habe sie nur vorsichtshalber mitgenommen. Ich würde ja gerne den Granatwerfer... Ach, der ist schon... Der Granatwerfer, den würde ich eigentlich gerne auf oben nehmen. Das macht er aber nicht, ne? Ja, das geht doch wunderbar. So, die Puste. Nein, was machst du denn? Ich will den doch da behalten. Hallo, nochmal. Macht er das jetzt nicht? Ach, hier muss ich drauf drücken. Ja, ja, im Prinzip... Und so lassen, genau. Im Prinzip. Und hier das Messer nochmal. Die Granatwerfer auf 1. Das Messer brauche ich eigentlich auch. Momento. So. Und so lassen, genau. Nach oben das Messer. Die Puste ist eh leer. So. Hier haben wir nochmal Kraut. Wie viel Platz habe ich noch? Ein Platz habe ich nur. Das ist sehr wenig. Wegschmeißen, dafür ist es so schade. Ich habe eigentlich erstmal genug Heilung dabei. Ich habe keinen Dietrich. Da brauchen wir also erstmal nicht zu gucken. Was passiert, wenn ich hier jetzt... Okay. Ich glaube, wir sind schon so einigermaßen auf dem richtigen Weg. Hier ist die Heizungstherme. Die sieht noch von allen am besten aus hier. Eieieiei. Schauen wir hier nochmal, da ist verschlossen. Ob wir hier vielleicht vorher noch irgendwo was finden, was wir gebrauchen können. Okay, da sehe ich schon was. Den nehmen wir, den Flammenwerfer. Ich will eigentlich nicht zu viel verbrauchen. Ja, verbrennt mal schön. So, okay. Lass mich mal da ran. Ja. Ein Drecksviecher.
Ah, ich warte noch mal im Augenblick. Jetzt bist du dran. Ah, da sind immer noch welche. Das gibt's doch nicht. Aber ich glaube, die machen nicht so viel Damage. Geh mal das mit dem Messer dabei. Ja, so ist, glaube ich, besser. Okay. Sehr schön. Da haben wir noch wieder ein bisschen was. Wollen wir hier auch noch mal versuchen? Ah, ich bin doch besonders sparsam. Mit meinem Kram hier. Wir werden ziemlich viel für Mama Baker brauchen. Das war jetzt ein bisschen schwachsinnig. Schiete. Ich hole mir jetzt mal die Pistole. 17 Schuss. Okay. Auf geht's. Oh! Oh! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Du hässliches Weib! Oh. Wow, 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 schnell hoch hier! Oh, jetzt hole ich erstmal Flammenwerfer, Flammenwerfer, Flammenwerfer. Die alte wird hier gleich aufkreuzen. Oh shit, wo ist sie? Shit, 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 shit. Oh shit. Wo ist die hässliche Gans? Okay, da kommt sie. So, wenn wir schnell. Granatwerfer, Granatwerfer. Wo ist die hässliche Kuh? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Entkommst du nicht. Wo ist die hässliche Gans? Ich glaube, da unten ist noch jede Menge Loot. Scheiße, wo ist die? Da. Da sind Kugeln. Aha, keine Munitionaufnahme. Ich werde verrückt. Wo ist die? Da. Ah, shit. Pop, ey, scheiße. Oh, jetzt muss ich ja noch wieder nachladen. Das gibt's nicht. Oh, ist sie schnell. Das gibt's doch nicht. Ja, endlich mal. Ah, nochmal. Oh. Das Ding ist so. Oh, oh, oh. Ich nehme mal jetzt eine andere Flammenwerfer. Flammenwerfer. Geh ich mal hier runter. Geh mal hier runter. Oh, jetzt geht das zur Sache hier. Jetzt geht das zur Sache. Eieieiei. Da sind noch Sachen. Oh, nee. Messer. Da oben kommt sie. Oh, oh, oh. Komm her. Oh, shit. Shit, shit, shit. Alter Schwede!
Na? Wow, wie geil ist das denn? Ich glaube, ich hab sie. Doch einfach tot, okay? Alter Schwede, wie geil ist das denn? Das war ja gar nicht so heftig. Der Granatwerfer hat's, glaube ich, gemacht. Der Granatwerfer hat's gerichtet. Das ist ja unfassbar. Ja, ich habe nicht genug Platz. Wow. Ich glaube, ich nehme mir jetzt erstmal Heilung. Heilung. Boah, ich bin total unter Spannung hier. So, zieh's dir rein, mein Lieber. So. Erstmal eine Runde Heilung. Die Laterne, die brauche ich. Ach, was mache ich denn jetzt hier? Ich ziehe mir mal den Stabilizer rein hier. Zack. So. Laterne haben wir. Nachladegeschwindigkeit erhöht. Nice. So, und jetzt erstmal... Wir haben sogar noch was auf unserer Puste hier drauf. Das ist ja unfassbar. Das Pistolenmunition können wir auch wieder nicht nehmen. Das ist ja mal richtig Schitte. Was habe ich hier noch? Kann ich hier irgendwas mischen? Kann ich das mischen mit dem hier vielleicht? Mal gucken. Geht nicht zu mischen. Das ist ja Schitte. Pistolenmunition wäre schon gut. Das Steroide, Muskelkraft enorm erhöhen, die wirken dauerhaft. Die ziehe ich mir jetzt auch rein. Volle Granate hier jetzt hier. Steroide, alles rein hier in den Körper. So, zack. Maximale Gesundheit haben wir auch. Entriegelt. Ich wäre dafür, erstmal nochmal ein bisschen zu looten hier. Aber nicht ohne... Nicht ohne meine Wumme. Ohne meine Wumme läuft hier gar nichts. Haben wir die alte besiegt? Wie geil ist das denn? Ich gehe nochmal eben nach oben. Ob da noch irgendwas ist. Da war noch ein Schrank. Der Granatwerfer hat es, glaube ich, gerichtet. Also der ist richtig geil gewesen. So, hier war doch noch irgendwie ein Schrank. Und die Spinnen sind nämlich auch weg. Da kann Festbrennstoff. Und Pflanze können wir auch nicht nehmen. Ach Mensch, so ein Shit. Was ist da noch? Okay, hier noch irgendwas. In der Wanne. Kugeln, sehr schön. Bloß nichts vergessen hier. Also da können wir auf jeden Fall raus. Gucken wir nochmal. Raus da. Vielleicht kommen wir da. Zu unserem Wohnwagen. Raus. Dass wir mal eben flink. Da noch mehr Pflanzen, noch mehr Kraut. Alles voll. Da kommen wir sogar. Momento. Festbrennstoff. Was haben wir hier? Flüssige Chemikalie. Ach Mensch, nur die schönen Sachen hier. Und wir können nichts machen. Das ist doch mal richtig scheiße, ist das. Laterne, die brauchen wir ja. Flüssige Chemikalie kann mit anderen Objekten kombiniert werden. Ich kann es nicht gebrauchen. Das ist Schiete. Ich muss es erstmal hier lassen. Das grüne Kraut, das wäre Gesundheit, wäre das. Und da, das können wir nehmen. Sehr schön. Ich kann aber nichts hier lassen. Selbst hier ist noch was drin. Das ist ja unfassbar. Festbrennstoff und auch noch flüssige Chemikalie. Alles voll hier.
denke mal, mehr können wir hier erstmal nicht ausrichten. Da sind wir hochgegangen. Ich glaube, wir sind hier dann soweit erstmal. Wir könnten jetzt natürlich nochmal eben schnell speichern gehen. Und dann den Rest holen. Jetzt sind wir wieder im Garten. Nee, da geht's nicht. Ich verlaufe mich hier ständig in dieser Butze. Da geht's zurück. Da geht's nach oben. Wo komme ich denn wieder? Komme ich denn wieder weg hier? In dieser blöden Butze. Das gibt's ja gar nicht. Da ist es. Da, 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 da. Nee, das ist ja. Muss ich doch nach oben? Guck mal, deine. Die Brumme. Nee. Das ist ja. Unfassbar, wie verwinkelt das hier ist. Hat sich der Weg jetzt versperrt oder was ist hier los? Hier geht. Nee, hier ist so nichts mehr. Ich habe alles mitgenommen hier. Erstmal bis auf die Kleinigkeiten, wofür ich jetzt momentan keinen Platz habe. Das gibt's ja gar nicht. Ich habe mich ja tatsächlich verlaufen jetzt. Das sieht alles. Nee, hier. Hier ist es. Ah, sauber. Hier komme ich raus. Sehr schön. So. Schnell zum Wohnwagen. Ich glaube, hier treffe ich hier jetzt nicht auf irgendeine Person. Nun mach zu. Speichern. Das lief doch mal hervorragend, würde ich sagen. Gleich beim ersten Mal, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. So. Und wir lassen natürlich auf jeden Fall was hier. Da, 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 da. So, das weg. Das weg. Mhm, Flip. Das ist Pistolenmunition. Das bringt ja auch, wenn ich die jetzt lade. Ne, die hat er jetzt weggepackt. Ne, die würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Kann ich sonst noch was hier lassen? Ja, der Granatwerfer ist sowieso im Eimer. Da habe ich nichts mehr für. Der kann eigentlich weg. Sollte nicht irgendwie das Telefon jetzt klingeln? Nee. Nee. Bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich habe die alte doch jetzt besiegt. Okay. Wir holen auf jeden Fall noch den Rest da eben schnell raus. Den Rest noch eben schnell looten hier. Hier haben wir noch Kräuter. Zack. Da kann man nämlich noch schön, wenn wir die Chemikalien unten nehmen, noch schön Heilung vom Basteln. Da geht's wieder zurück. Das machen wir nicht. Wir müssen nach oben. Ich
glaube, wenn die jetzt normal kommen würde, dann würde ich mir... Dann würde ich mir richtig in die Hose pinkeln hier. War hier nicht auch noch was? Die können wir nicht kaputt machen. Da ist auch noch was. Ist ja unfassbar. Gehen wir mal das Messer. Flüssige Chemikalie. Nice. So, jetzt können wir schon mal kombinieren hier. Kombinieren mit... Sehr schön. So, einen haben wir schon. Gehen wir hier nochmal schnell runter. Die guten Sachen hier bloß nicht vergessen. Und dann geht das natürlich weiter. Wir müssen ja noch den Arm finden. Wo haben wir jetzt die guten Sachen hier noch vergessen? Da ist auch noch was. Da, Pistolenmunition. Bloß nichts vergessen. Wir brauchen den Loot. Kräuter. Und da war die Chemikalie. Und alles mitgenommen hier. Nice. Und wir können wieder herstellen. Genau, das wäre nice. So. Wunden, schließt Wunden. Sehr schön. So, jetzt können wir uns auf den Rückweg machen. Raus aus der Butze. Wir müssen, glaube ich... ins alte Haus. Soweit ich weiß. So, kurz speichern. Da bin ich wirklich positiv überrascht, dass das so schön geklappt hat hier. So, aber damit die Folge nicht wieder so eine Mammutfolge wird wie die letzte, machen wir an dieser Stelle einen sehr hübschen Cut. Und ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ihr Lieben, und ciao.